Moin, liebe Zuschauer, erster Tag der Poet am Sound und natürlich als erster Gast ist ja klar. Mensch, Stefan, wir sind wieder bei dir an der Messe am Stand. Nico. Freut mich super, freut mich mega, siehst du, ich habe schon wieder Sprachfehler. Freut mich mega, dass ich wieder hier sein darf. Und ja, erzähl mal, du hast wieder einige Boxen rausgebracht, hab mir schon viel belesen, super geworden. Erzähl mal über die Score 5. Achso, ja, ich habe ja ein Mikro. Ist der Hammer, oder? Ich wollte das Handmikro immer nehmen, aber ich habe ja eins. Deswegen Entschuldigung, dass Sie danach gegriffen haben. Ja, erstmal herzlich willkommen. Erster Tag der Prolog und Sound, Viertel vor 12. Ich freue mich, dass der Nico mit dem LA-Checker wieder bei uns ist. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was zu der Doppel-5er. Erstmal kurz zu der Platzierung bei uns im Produktsortiment. Wir haben ja schon als Kleinlautsprecher auch den LA-Stick und die Alea 4, aber die sind halt nicht Full-Range-fähig. Die muss man immer zusammen mit ein paar VEOSUB 112 oder 118 einsetzen. Und wir brauchten auch etwas für Installation oder auch für Sprachbeschallung oder Musikhintergrundbeschallung, was alleine funktioniert, ohne dass ein Bass damit bei ist. Und die Score 5, die ist komplett Full-Range und die ist auch komplett passiv entzerrt. Also wir brauchen kein DSP oder nicht zwingend unser System entschufe, um die zu betreiben. Die könnt ihr einfach an jeden Verstärker anschließen. Und natürlich haben wir uns auch wieder ein bisschen tolle Mechaniken ausgedacht dabei. Ich zeige euch das mal hier. Wir haben hier vorne als Stativaufnahme eine Trass-Clamp dran gemacht. Und damit können wir den Lautsprecher auf dem Stativ einfach stufenlos neigen, nach vorne und nach hinten. Es ist ja immer wichtig, möglichst den Lautsprecher exakt auf die Zuhörerfläche auszurichten, schön auf Höhe bringen, dass ihr einen hohen Direktschallanteil auf Hörerfläche habt und nicht so viel Raumreflexion, keinen Diffusschall. Und das ist halt mit dem Bügel sehr schön möglich. Wenn ihr die jetzt an der Trass fliegt, das zeige ich gleich, wie das funktioniert, dann macht ihr einfach den Bügel komplett auf, könnt ihr runternehmen und mit der Schelle ohne dass ihr irgendwas umschrauben müsst, eine Traverse fliegen. Ich zeige einmal einen Blick von hinten, ich mache die mal wieder zu. So sieht die von hinten aus. Der Bügel, der ist einfach mit dem Chemlock-Verschluss festgemacht. Das sind die Verschlüsse, die es schon seit Jahren auch für Moving Heads gibt, womit man die Flugmechaniken an Moving Heads festmacht. Und damit wird auch der Bügel hier bei uns an der Score 5 befestigt. Das Anschlussfeld ist nach unten abgeknickt. Hat einmal den Vorteil, wenn ich die draußen im Regen benutze, dann kann keine Feuchtigkeit an die Anschlüsse ankommen. Und im Monitorbetrieb brauche ich das auch, weil wenn die auf der Schräge liegen würde, dann würde er sonst auf den Speakern-Steckern auffliegen. Das ist hierbei nicht der Fall. Ich kann hier oben einen Single-Stud reinklicken. Ich zeige euch das mal eben zum Safen. Geht hier vorne ganz leicht rein. Und da kann ich jetzt laut BGV C1 dann meine zweite nicht brennbare Sicherung reinmachen, sprich mein Sicherheitsfangseil, mein Safety. Sehr easy. Der Bügel lässt sich auch noch mal extra sichern. Das geht hier vorne an der Schraube. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Details. Und so schnell kann ich den Lautsprecher jetzt aufhängen und oben an der Trass fliegen. Ich habe ja hier einmal meinen Drehpunkt, dass ich die dann in der horizontalen Achse ausrichten kann. Und mit der Trass-Clamp mache ich nachher dann die Neigung an der Traverse. Wenn ich die jetzt so an eine Traverse anschlage, habe ich die Anschlüsse gleich nach oben schauen. Sieht indoor sehr elegant aus. Ich kann den ganzen Bügel aber auch umdrehen, wenn der draußen hängt, dass dann die Feuchtigkeit nach unten abläuft. Und ich habe hier noch einen schönen Griff, was bei kleinen Lautsprechern auch nicht selbstverständlich ist, dass man die so easy handeln kann. Ich kann vier Stück alle zusammen gleichzeitig tragen. Das Gewicht, das liegt so zwischen 7,5, 8 Kilo wird das wiegen. Wir haben jetzt noch nicht die fertige Passivweiche, daher kann ich das noch nicht ganz genau sagen, wo die im Endeffekt denn liegt. Der Vorteil bei diesem Lautsprecher gegenüber zum Beispiel ein System mit einem Single 8 Zöller oder einem Single 6 Zöller ist die De-Apolito-Anordnung. Man sieht das hier bei der offenen Box. Wir haben die zwei 5 Zöller und das Hochtonhorn in der Mitte. Das koppelt in einer vertikalen Achse zum Abstrahlwinkel von 60 Grad, auch im Low-Mid-Bereich. Wenn ich jetzt einen Single 8er habe oder einen Single 6,5er, der strahlt natürlich omnidirektional 90 Grad in alle Richtungen. Und man kann sich das vorstellen, ähnlich wie im Gartenschlauch. Wenn ich jetzt die Düse ein bisschen enger mache, dann komme ich weiter nach hinten mit dem Wasserstrahl. Und so ist es auch eigentlich mit der Schallenergie. Durch den schmaleren Abstrahlwinkel in einer vertikalen Achse kann ich den Sound halt mehr auf Strecke transportieren und brauche vorne nicht so laut machen. Und in der Breite habe ich meine 90 Grad. Auch optimal, wenn die als Monitor auf dem Boden liegt, dann kann ich halt den Musiker, der davor steht, auch sehr punktuell ausleuchten. Dadurch, dass ich dann die 60 Grad in einer horizontalen Achse habe. Die lässt sich sehr gut als Nierfil vorne auf der Bühnenvorderkante einsetzen. Dazu haben wir hier die 90 Grad Schräge. Und ich habe für den Monitorbetrieb zwei verschiedene Schrägen. Einmal 55 Grad. Und einmal eine Schräge mit 25 Grad, wenn der Musiker oder der Künstler zum Beispiel im TV-Bereich weiter weg steht von der Box, dass ich den dann flacher neigen kann. Also multifunktionales Beschallungswerkzeug, ideal für einen Kleinverleih und für Rental-Companies, kann man im Messebau einsetzen, auf Gala-Veranstaltungen, sehr dezent, super auch in Verbindung mit so einer Neigplatte, mit einem Teller-Stativ hier, sieht sehr, sehr edel aus, das Ganze.
Hier sehen wir das Teil noch einmal geflogen. Kann man im Messebau abhängen, auch von vollen Hallendächern. Ich stelle die mal eben hin. Wir haben hier hinten einmal eine M8-Aufnahme. Da kann ich auch eine Clamp mit einer Imbusschraube anschrauben. Und so kann ich den Lautsprecher jetzt einfach im Neigungswinkel einstellen, dass ich den bei Installation oder wenn ich einen hohen Messestand habe, dann von oben abhängen kann. Wir sehen hier hinten jetzt die einmal M8-Aufnahme und die zweimal M6-Aufnahmen. Und an die M6-Aufnahmen kann ich einen rückwärtigen Wandhalter anschrauben, dass ich die dann auch sehr dezent bei Installation an eine Wand rankriege, was sehr dezent aussieht. Und wenn ich die zum Beispiel an eine Decke anschrauben möchte, zum Beispiel neben Videobeamern in Konferenzräumen oder sowas, dann kann ich diesen rückwärtigen Wandhalter nehmen. Der passt nämlich auch hier vorne wieder rauf. Der hat sogar eine innenliegende Kabelführung, also ich kann das Kabel aus der Decke kommen lassen. Das kann ich dann hier vorne rausführen und schließe das direkt an den Lautsprecher hier hinten an. Also multifunktionelles Beschallungswerkzeug mit ganz vielen Zubehörteilen für den mobilen Einsatz, aber auch für feste Installationen. Ja, das war es erstmal zur Score 5. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und gleich zeige ich euch mal ein bisschen was vom IKRE 8. Stefan, vielen Dank. War wieder ein super Video und Nico, schön, dass du hier bist. Ja, natürlich. Hallo, das ist Pflicht bei euch einfach. Macht Spaß mit ihm. Dankeschön, das ist aber nett. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schaltet ein. Jeden Tag kommt ein Video von der Messe online. Abends ein Vlog und morgens immer mittags ein Video von einem Stand von Voice Acoustic zum Beispiel. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Nico. Schön, dass du hier bist.